Hi Kids und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha und heute machen wir weiter mit der Full Face One Shop Reihe. Ich habe schon einen Full Face One Shop Douglas hochgeladen. Das kam ziemlich gut bei euch an. Das verlinke ich gerne hier oben. Und heute machen wir einmal Full Face One Shop DM. Das heißt, die Produkte, die ich in diesem Video benutze, könnt ihr bei DM im Store oder online, besser online, nachshoppen. Dieses Video nehme ich am 7. Januar auf. Und ihr seht es erst in ein paar Tagen, das Video. Aber die erste Woche 2021 haben wir überstanden. Und alle Vorsätze, alle Gedanken sind natürlich in Erfüllung gegangen. Kein Drama, nur Liebe, Respekt und natürlich meine Diät. Ich halte meine Diät richtig gut ein. Skinny Legend hier, ne? Auf jeden Fall, nein, Quatsch. Die erste Woche läuft ja auf der Welt nicht ganz so gut, um ehrlich zu sein. Zu aktuellen Sachen in Amerika möchte ich mich hier nicht äußern. YouTube ist da super streng, was das angeht. Außerdem, der Tee ist hot, meine Lieben. Wer hat's mitbekommen? Jeffree Star und Kanye West haben einfach eine Affäre. Ich sterbe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, ja, okay. Vor 10 Jahren hat Jeffree Star irgendwas gesungen, dass der irgendwie voll Bock auf Kanye hat und so. Aber Kanye West, der ist doch so, das hätte ich nie gedacht, aber ich feiere dieses Gerücht bis zum geht nicht mehr. Ich liebe die Memes, ich teile die Memes überall auf meiner Instagram-Story, ich spam meine Freunde voll, ich feiere dieses Gerücht so brutal. Real Talk dazu, ich glaube persönlich nicht daran. Das wäre echt strange, es gibt ja keine richtigen Beweise. Es hat nur eine TikTokerin behauptet, die... Ihr Content ist ein bisschen fragwürdig, sie leckt Toilettendeckel ab. Also, ich weiß nicht, wie seriös das Ganze ist natürlich. Das kann ich, glaube ich, nicht so gut beurteilen, aber ich würde ihr jetzt mal nicht glauben. I don't know, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Tea spillen. I love hot tea, wie meine Cola gerade. Love it. So, starten wir mit Primer. Da habe ich von Trend It Up den Expert Makeup Perfection Base Primer. Und ich mag ihn ganz gerne. Also von Trend It Up, ich muss euch sagen, Trend It Up hat mich in der Regel nicht wirklich interessiert. Und dann haben die im September viele geile Produkte rausgebracht, die mich echt gecatcht haben vom Packaging schon mal. Und dann habe ich auch einige Sachen ausgetestet. Und der Primer ist einer der Sachen, die ich wirklich extrem feiere. Primer ist einmal drauf und wie gesagt, feiere ich den extrem. Ich finde, der macht so einen schönen All-Over-Glow, so einen einheitlichen Glow. Und ich finde, der hat so einen ganz, ganz leichten so Blur-Effekt, aber wirklich ganz minimal, also nicht so extrem. Und hier müsst ihr einfach aufpassen, weil hinten steht auch drauf, dass der Primer mattierend ist, was ich jetzt nicht so finde. Ich finde eher, der macht so eine schöne Einheit so im Gesicht, so... You know what I mean, ne? Und heute benutzen wir von Maybelline die Fit Me Foundation in Matte and Poreless in der Farbe 102. Nobody wanna see us together. No. Oh. Wie gesagt, Leute, ich bin gerade extrem TikTok-süchtig. Und vor allem jetzt, mein ganzer TikTok ist voll mit Jeffree und Kanye und mit Sternzeichen. So, ich liebe Sternzeichen. Ich bin gerade richtig into it. Das hat mich nie wirklich gejuckt und ich glaube, vor 2, 3 Wochen hat es mich erst richtig interessiert. Und auch bei der Essence Limited Edition mit den Sternzeichen habe ich euch das auch schon so ein bisschen gesagt. Ich weiß jetzt auch meine ganzen Sternzeichen auswählen. Also mein normales Sternzeichen ist Schütze. Mein Aszendent, I believe das heißt so, ist Krebs. Und mein Mondzeichen ist Stier. Keine Ahnung, ob das jetzt eine richtig geile Kombi ist, aber ich bin ein bisschen intuitiv jetzt geworden. Die Foundation sieht fantastisch auf meinem Gesicht aus, also gefällt mir richtig, richtig gut. Es betont keine unschönen Stellen. Klar, keine Haut ist extrem perfekt, aber dafür ist die mega schön. Die setzt sich nicht irgendwie komisch ab oder ich habe sonst irgendwelche Probleme. Ich finde, die lässt einen mega schönen Glow zu, also vor allem hier, wenn ich jetzt mich bewege. Das ist auch der Witz an der ganzen Sache, also der Primer. Und die Foundation, ich finde, die haben so einen richtig schönen, soften Glow. So einen perfekten Glow schon. Und bei beiden Produkten steht, dass die matt sind. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde jetzt nicht, dass die extrem glowy sind. Aber matt ist es definitiv nicht.
Und ja, ging sonst super easy. Ich persönlich weiß, die Foundation ist ein Ticken zu dunkel für mich aktuell, weil ich habe die 102 gewählt. Eigentlich ist meine Farbe 95. Die war aber ausverkauft und ich wusste, dass die 100 war mir nicht zu dunkel. Nur der Unterton bei 100 ist so gelblicher. Deswegen habe ich die 102 genommen, weil die vom Unterton so ein bisschen kühler Peachy Rosé ist. Und deswegen dachte ich, würde es schon passen. Ja, ein Ticken zu dunkel. Aber ich meine, es ist Januar. Heller als jetzt werde ich jetzt nicht mehr, außer vielleicht im Februar. Und danach werde ich wieder braun. Braun. Next Step ist Concealer. Da benutze ich auch von Maybelline den Fit Me Concealer. In der Farbe 05. So, den schlage ich hier jetzt einmal unter meinem Auge auf. Und ein bisschen auf meiner Nase. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe neue Lichter gekauft. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Lichter so findet. Am Anfang habe ich gedacht, die sind ein bisschen zu wenig knallig, also zu wenig so boom. Aber ich denke mir, man muss noch mein Gesicht ziemlich gut erkennen und auch die Produkte. Und wenn das Licht knalliger ist, dann lenkt das, glaube ich, schon ein bisschen zu sehr ab. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Weil ich teste die gerade noch aus, weil ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Die waren nicht extrem teuer. Aber wenn scheiße aussieht, dann behalte ich die nicht. Aber ich glaube, das sieht schon ganz cool aus. Ich habe jetzt zwei Lichter bestellt, damit man so ein bisschen rumspielen kann mit den Farben und so. Ich kann einmal so zwei Farben machen. Und ich kann auch das natürlich in einer Farbe gleich machen. Oder auch so polisieren, dass die Farben dann so wie ein Beat so abgehen hinten. Ihr wisst, was ich meine. Und auch, dass die Farben so wechseln, so regenbogenmäßig. Also ich kann schon ziemlich viel damit machen. Das finde ich schon echt nice. Zum Concealer. Ich benutze ihn gerade zum dritten Mal. Also ich habe ihn relativ neu. Und dafür gefällt er mir echt gut. Also ich finde den in der Kombi mit der Foundation wirklich perfekt für den Alltag für mich. Also ich finde, der deckt schon relativ gut ab. Aber eher so softer, so unscheinbar. Nicht extrem, dass man sieht, okay, die ist geschminkt. Sondern wirklich so, es verschmilzt alles so mit der Haut, habe ich das Gefühl. Deswegen, für den Alltag gefällt die mir mega, mega gut. Als nächstes ist Puder an der Reihe. Da habe ich von Trend It Up das Skin Supreme Compact Powder in der Farbe 015. Und da kommt auch so ein Teil mit, was ich ehrlich gesagt nicht benutze, aber ich schmeiße das auch irgendwie nicht weg. I don't know. Ich benutze es ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich habe das Puder, ich weiß nicht, ob ich es Anfang 2020 gekauft habe oder schon ein bisschen länger habe. Ich weiß nicht, ich habe es super lang nicht benutzt. Bis jetzt finde ich das Puder ganz gut. Ich muss gucken, ob die Foundation noch weiter creased oder nicht. Zum Beispiel in meiner Lidfalte oder unter meinen Augen oder so. Dann kann ich erst wirklich bewerten, ob das Puder das getan hat, für was es eigentlich da ist. Aber bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen. Es hat schön abmattiert und was soll ich noch sagen? Ah, ich musste immer so voll der Gedankenblitz. Ich musste etwas krasser mit dem Pinsel rein. Also wenn ihr einmal so ganz oft drüber geht, kommt nicht wirklich super viel Produkt auf den Pinsel. Ihr müsst so wirklich so ein bisschen, ich zeig's euch mal, ihr müsst wirklich so ein bisschen so rein und dann drüber. Also wenn ihr jetzt so reingeht, dann kommt kaum Produkt auf den Pinsel. Ich würde sagen, als nächstes machen wir weiter mit den Augenbrauen. Da benutze ich von Catrice den Cinematic Ultra Precise Brow Pencil in Wasserfest. Und er kommt auch mit einem Spoolie an, was ich echt mega cool finde. Meine Augenbrauen sind ausgefüllt und ich muss ehrlich sagen, ich und der Stift, wir werden keine Freunde. Ich finde die Farbe ganz gut. Also ich habe den in der Farbe 030 Dark. Und ich hätte gedacht, die Farbe ist ein bisschen zu hell, aber so gefällt es mir ganz gut. Ich mag allgemein Stifte nicht so gerne, um ehrlich zu sein. Also ich mag das, um jetzt so eine Form grob zu zeichnen und so. Und dann mit einem Augenbrauenpuder das auszufüllen. Vorne muss ich ein bisschen mehr Kontrolle über ein Produkt haben. Und das habe ich mit dem Stift nicht. Mit einer Pomade habe ich die Kontrolle. Ich finde das Produkt jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so mein Ding. Und da meine Augenbrauen mir so unglaublich gut gefallen, setzen wir das Ganze einmal mit dem Make Me Brow von Essence. Den habe ich einmal in der Farbe 020 Brownie Brows. Das Make Me Brow von Essence mag ich sehr, sehr, sehr gerne, weil es super soft ist. Also es ist nicht wie Benefit, dass deine Augenbrauenhärchen gefühlt kleben, sondern wirklich, es kämmt einmal schön durch, es hebt so deine eigenen Augenbrauenhärchen hervor
Und es ist wirklich so, es settet sehr, sehr soft. Und mir gefällt das persönlich sehr gut, wenn man extrem bushy Augenbrauen hat und die unbedingt bändigen will. Dann eher nicht. Aber ich persönlich mag es ganz gerne. So als kleines Update zum Puder. Bis jetzt finde ich, hatte den Job ziemlich gut gemacht. Ich meine, es creased jetzt nicht an meinen Augen herum. Also ja, bis jetzt finde ich es ganz gut. Ich würde sagen, machen wir auch weiter mit den Augen. Und heute werde ich keine Palette benutzen, sondern wir starten einmal damit. Das ist von Catrice ein Liquid Eyeshadow in der Farbe 020. Der Liquid Shadow kommt mit so einem Lipgloss-Applikator. Und das trage ich einmal hier oben auf. Also der Liquid Eyeshadow ist auch in Matt, was ich richtig cool finde. Also ich habe diese Liquid Eyeshadow bei Catrice irgendwo gesehen. Und ich habe ein paar von Catrice. Also ich habe jetzt nur einen gefunden, aber ich meine, ich hätte noch ein, zwei Stück gekauft. Aber Girl, I don't know, wo die sind. Und ehrlich gesagt finde ich solche Liquid Eyeshadows schon ziemlich cool. So, die erste Schicht habe ich jetzt verblendet und hier hinten trage ich noch ein bisschen auf, damit es ein bisschen intensiver noch wird. Dann als nächstes würde ich so einen Mono-Lidschatten von Essence benutzen, und zwar der Melted Chrome Eyeshadow in der Farbe 01. Der sieht einfach so heftig aus. Ich habe den super lange nicht mehr benutzt und dann habe ich den heute gesehen und dachte so, Girl, den nehme ich heute. Oh, der ist so unglaublich schön. Also, dieser Mono-Lidschatten ist wirklich der Wahnsinn. Also, ich ärgere mich auch so ein bisschen, dass ich den so selten benutze, weil ich finde den wirklich richtig schön. Lidschattenprodukte sind drauf, gefallen mir richtig gut. Ich finde die Kombi echt sehr schön. Ein super schneller Look und mit keiner Lidschattenpalette, ne? Als Eyeliner nehme ich von Essence den Tiny Tip Liner in Wasserfest. Real Talk, ich finde, das ist der beste Eyeliner, den Essence gerade hat. Also ich teste immer wieder Eyeliner aus, wenn Essence die rausbringt im neuen Standardsortiment mit aufnimmt, whatever. Ich glaube, der kam im letzten Standardsortiment mit raus, im Herbst oder im Februar. I don't know, eins von beiden. Und bis jetzt bin ich von dem mega begeistert. Ich benutze ihn nicht so oft. Ich weiß gar nicht, wieso, um ehrlich zu sein, weil ich konnte super easy einen Eyeliner ziehen. Super schön schwarz matt deckend. Und Farbe kommt auch richtig gut raus. Er ist jetzt nicht mein absoluter Lieblings-Eyeliner, aber für die Drogerie ist er schon ziemlich weit oben. Um meine Wimpern zu tuschen, benutze ich die Mascara von Essence. Und zwar die Volume Stylist Curl and Hold Mascara. Bis jetzt ist diese Mascara von Essence meine liebste Mascara von Essence. Ich finde, die Wimpern sehen richtig schön getuscht aus. Also ich finde es schade, dass die nicht im Wasserfest ist. Da würde die den Schwung von meinen Wimpern ein bisschen besser halten. Sagt man das so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist die echt schön. Ich mag die richtig, richtig gerne. Aber ja, wasserfest wäre echt besser. Boah, aktuell liebe ich Kreolen. Also wirklich extrem. Ich mag auch so kleinere Kreolen. Die trage ich auch richtig gerne. Aber ich kann nicht in jedem Video Kreolen tragen. Irgendwie habe ich gerade so voll den Hype da drauf. Ich mag auch silberne Kreolen. Die trage ich auch sehr gerne. Oh, ich liebe gerade Kreolen. Voll die unnötige Info. Aber ihr wisst Bescheid. Ich liebe Kreolen. Und was darf selbstverständlich in keinem Video bei mir fehlen? Natürlich Fake Lashes. Und da habe ich einmal von Adele die Form Mink Lashes in Style 811. Und die schönen Teile muss ich einmal zuschneiden, weil die habe ich nagelneu. Das heißt, das Ganze will ich einmal off-camera machen, zuschneiden, aufkleben und natürlich auch die andere Seite soweit fertig schminken. I'm back, Lashes sind einmal drauf und die Lashes finde ich richtig schön. Also in der Verpackung selbst dachte ich so, die sehen schon ein bisschen künstlich aus, aber auf dem Auge finde ich, sehen die richtig schön aus. Also das ist so ein bisschen in Richtung Foxy Eye. Also ich habe die jetzt so ein bisschen so nach oben gemacht, aber wenn man das so ein bisschen tiefer macht, da finde ich, hier auf dem Auge, glaube ich, sieht man es gerade ganz gut, dass es so ein bisschen Foxy Eye-mäßig aussieht. Ansonsten merke ich, dass die Lashes gerade sehr neu sind, weil das Bändchen muss ich noch ein paar Mal so ein bisschen abnutzen, sage ich mal so, damit es ein bisschen schöner auf meiner Augenform liegt. Zum Beispiel hier sticht es so ein bisschen so nach oben. Also das klebt schon, aber ich musste das mit dem Eyeliner noch so ein bisschen kaschieren. Und ich glaube, wenn ich die zwei, dreimal getragen habe, dann ist das Bändchen auch so ein bisschen so lockerer und passt sich so meinem Auge einfach schöner an. Kommen wir zurück zu meiner Base. Dabei nutze ich einmal diese nette Palette von NYX. Und zwar ist es die 3 Steps to Sculpt Palette in der Farbe Fair. Wer hätte es gedacht? Ich, Geisternuance, höchstpersönlich. Natürlich brauche ich die hellste Palette. Und wie gesagt, benutze ich hier einmal den Bronzer zusammen.
Okay, Girl, der Bronzer gefällt mir richtig gut. Ich finde, das ist eine richtig schöne Farbe. Er ist nicht zu dunkel, er ist nicht zu hell, er ist nicht zu orange. Er gibt dir aber Wärme ins Gesicht. Also ich finde, das ist so die perfekte Mitte. Also gefällt mir richtig gut. Und jetzt glaube ich, werde ich die Palette öfters benutzen. Also der Bronzer. Lego Mio, ist das nice. Bevor wir zusammen noch den Highlighter von der NYX Palette auftragen, würde ich noch ganz schnell Blush rübergeben. Und da benutze ich von BH Cosmetics die Vanilla Cream Truffle Blush Palette. So, und dann gehe ich einmal in diese Farbe hier rein. Ich glaube, die passt ziemlich gut zum Augen-Make-up. Blush Palette mag ich sehr gerne. Ich mag es erstens, dass es so viele unterschiedliche Blush Paletten gibt und auch vier Farben, und das sind auch immer vier unterschiedliche Farben. Also ich finde, die sind ziemlich gut gewählt. Die sind in einer relativ ähnlichen Farbfamilie, sage ich mal so. Aber man hat ein bisschen Auswahl. Was man bei der Palette wissen sollte, die ist ziemlich stark pigmentiert. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten finde ich, sehen die richtig schön auf der Haut aus. So, und jetzt trage ich noch schnell den Highlighter von NYX auf. Girl, what's poppin'? Könnt ihr sehen, wie intensiv dieser Highlighter ist? Okay. Krasser Scheiß. Ich habe den sogar abgeklopft, ne? Okay. Der Highlighter ist mega krass. Also, ja. Ich finde, so von weiter weg sieht es ziemlich schön wet aus. Und ich finde die Farbe auch richtig schön, weil das ist so ein helleres Champagner, würde ich mal sagen, als Farbe. Es ist nicht extrem icy. Also, ich habe viel krassere icy Highlighter. Die Farbe Love It. Mir persönlich ein bisschen zu intensiv. Weil ich habe den Pinsel nicht mal angesprüht, ich habe den Pinsel abgeklopft und das Ergebnis ist halt sehr intens. Und was ich ein bisschen unschön finde, um ehrlich zu sein, wenn man näher dran geht, so an den Spiegel, sind da super viele Glitzerpartikelchen, also wirklich extrem viele. Das finde ich im Alltag jetzt nicht so schön. Also ich habe nichts gegen krasse und intensive Highlighter, auch im Alltag nicht, aber das ist ein bisschen, ja, Next Level, würde ich mal sagen. Aber natürlich reicht der Glow vom Highlighter nicht. Wir machen noch ein bisschen mehr Glow. Und zwar benutze ich von Catrice das Shake Fix Glow Spray. Und ich habe dieses Spray, ich glaube, zweimal benutzt und schon super lang nicht mehr. Und ich weiß, dass das super intensiv ist vom Glow her. Ich habe schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Aber es ist so neu. Ich dachte, ich zeige es euch wieder mal. Ja. Zum Fixing Spray. Ich finde, der Glow sehr angenehm. Also ich finde, es ist jetzt nicht zu viel. Ich glaube auch, weil der Highlighter super ablenkt. Aber ich habe nur drei weite Sprüher gegeben und das sieht sehr, sehr schön aus. Und auch mit dem Schwamm habe ich direkt das eingearbeitet. So gefällt es mir ganz gut. Es ist nicht zu intensiv. Ich glaube, sonst gebe ich mir halt immer mehr so Spritzer, Sprüher drauf. Ich gebe mir immer so 5 bis 7 Mal sprühe ich drauf. Ansonsten, was mir gerade einfällt, ich glaube, bei meiner ersten Review zu diesem Fixing Spray war das super parfümiert. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil jetzt finde ich das gar nicht mehr parfümiert. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, das war parfümiert. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar zu einem Lipgloss von Trend It Up. Und zwar dem Pure Nude Lipgloss in der Farbe 10. Ich glaube, dieser Lipgloss oder diese Lipgloss-Reihe von Trend It Up sind meine absoluten Lieblingsprodukte von Trend It Up. Ich finde die richtig schön auf den Lippen. Ich habe aktuell ziemlich trockene Lippen und ich finde, das sieht man so gut wie gar nicht. Die Farbe richtig schön. Der Glanz von dem Lipgloss auch richtig schön. Das sieht super hochwertig aus, als wäre das so ein High-End-Lipgloss. Auch der Applikator, also das Füßchen, finde ich auch richtig geil. Also damit kann man super präzise. Alter, heute die Wörter fallen mir echt nicht ein. Super präzise ausmalen, sage ich mal so. So, liebe Leute, wir werden einmal mit den Produkten durch. Das ist ein Full Face mit Produkten, die ihr bei DM shoppen könnt. Ich finde, das Ergebnis sieht ziemlich flawless aus. Die einzigen Produkte, die ich nicht so ganz nice finde, ist der Highlighter von der NYX Palette und die Augenbrauen. Wobei ich mich an die Augenbrauen schon ein bisschen gewöhnt habe. Vielleicht werden wir doch zusammen noch warm, ich und der Catrice Augenbrauenstift. Wer weiß, was die Zukunft zwischen uns beiden bringt, ne? Aber ansonsten gefällt mir das Make-up richtig, richtig gut.
Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet und mit welchem Shop ich weitermachen soll. Ich hätte geplant, als nächstes Sephora weiterzumachen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Lichter so findet. Ich habe gerade gedacht, die sind ausgegangen, aber die sind noch an. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass du heute mit am Start warst. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, würde ich mich freuen, wenn du das ändern würdest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao!